Jo meine Freunde, was geht? Ich bin PsychoNex und ihr seid hier auf dem Optimum Ultima Rap Battle Channel. Heute zum Video der Auslosung. Es wird Zeit, viele warten und wir starten. Ich habe mir ein paar kleine Zettelchen fertig gemacht. Ihr könnt das jetzt hier in dieser schönen kleinen Fallout-Tasche sehen. Na, hier ein paar Zettelchen drin. Na. So. Das heißt, ich kann nicht von hinten reingreifen. Ne? Nur, dass ihr das mal richtig seht. Ich kann von hinten hier nicht reingreifen. Das heißt, diese Seite steht zu mir und diese offene Seite steht zu euch. Das bedeutet, hier wird nicht irgendwie getrickst oder so. Da habe ich auch gar keine Lust zu. Wir wollen hier ein ehrliches Battle haben und ein cooles Battle haben. Und deswegen, ja genau, ich würde sagen, ich greife rein. Ne? Und dann haben wir schon den ersten Zettel in der Hand. Wen haben wir hier? Ihr seht als erstes am besten, wir haben hier, ich hoffe die Kamera fixiert jetzt auch. Fixierst du? Kann man das lesen? Ja, wir haben Skonzeig gegen, ja, bitte nur einen davon, dankeschön, gegen dann das nächste Paar ist ist das jetzt richtig rum? Ah, das war falsch rum. Lecker. Da passiert schon diese Sachen. Gegen. Ja, war richtig rum. Hm. Fokussier. So. Haben wir die? Muss ich mir hier ein bisschen zur Seite legen, weil ich muss es ja auch für die Dokumentation, ne? Man muss es ja auch dokumentieren. Dass man auch weiß. Ah, hier sind sogar gleich zwei zusammen. Schmeißen wir gleich wieder rein. Schön neu. Hoppala. Weil sowas wollen wir nicht. Ne? So. Dann haben wir hier. Ach, Kamera, macht doch keinen. Macht doch nicht diese. Was? Kann man das sehen? Ach, das ist echt. Aber ich glaube, ihr wisst, was da drauf steht. Offiziell 3-9 steht da drauf. Ne? Lege ich mir jetzt auch hier mal hin. Gegen. War es richtig? Nein, es war nicht richtig rum. Gegen Young Regular. So. Dann haben wir Size S und Jackbone. Sorry wegen der Kamera, die wir heute nicht fokussieren. Das liegt aber daran, dass mein Hintergrund ein bisschen dunkel ist und wenn ich jetzt von vorne Licht anmache, dann seht ihr gar nichts mehr. Also Size S und Jackbone gegen man hat es gesehen auf jeden Fall. Na? So, ihr beiden kommt hier hin. Das ist ein bisschen doof vom Drehen her, weil es ist halt jetzt aktuell in dem aktuellen Raum, wo ich jetzt hier bin, muss ja noch umgebaut werden. Und da ist das jetzt aktuell ein bisschen doof gemacht, weil die Kamera halt sehr weit weg ist. Two-Face haben wir hier gegen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen, ja, haben wir schon. Gegen Visa. Dann haben wir wieder zwei zusammen. Auseinander machen und nochmal kurz. Ne? Funktioniert aber eigentlich echt gut. Ich hätte echt nicht gedacht. So, dann haben wir. Ja, ist auch wieder ein Name, den ich überhaupt nicht aussprechen kann. Zeig mir nicht böse, deswegen. Kann man das sehen? Nee, ne? Ich mach mal das Mikrofon. Jetzt konnte man es sehen. Ah, das ist echt. Echt weird mit der Kamera. Also halbwegs kann man es jetzt erkennen. Genau. Gegen Monkey Mike. War das jetzt ernst? War jetzt richtig? So, dann haben wir den Psychos gegen. Oh, das wird interessant. Gegen Heizo oder Heizo. Wie gesagt, wenn ich euren Namen nicht richtig aussprechen kann, entschuldigt mich einfach. So, oh, das ist. Oh, oh, sehr, sehr talentierter Künstler. Gegen.
hey, das wird richtig geil. Gegen Raven 461. Das wird richtig, richtig geil. So, dann haben wir hier. Oh ja, auch sehr cool. Backup. Dritt an gegen. Oh, oha. Oh, das wird richtig lustig. Kann man das sehen? Nee, ne? Ist zu klein. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das ist Hansa Harald gegen Dosenbier-Detlef. Auf jeden Fall, das wird richtig cool. So, hier, Backup. So, wo sind die Zettel? Hier in der Ecke liegen sie rum. Verstecken sich, haben keine Lust, getrunken zu werden. Dann haben wir. Mensch, ist genau, Alter, diese Kamera. Judy E.T. gegen. Sandy 58. Dann haben wir. Death the Ripper. Müsste eigentlich auch fast schon der letzte sein. Gegen. Ich muss vorher drauf gucken, weil ich nicht weiß, ob die richtig rum sind. Gegen Frontal. 239. Auch wird sehr interessant. Vor allem, weil ich Frontal sehr feier. Oh, hier haben wir doch noch welche. Ja, wieder zusammen, auseinander machen und einmal kurz schütteln. Wie gesagt, ich versuche mich echt zu beeilen, Leute. Aber das ist gar nicht aktuell. Wie gesagt, so gar nicht so einfach hier. So. Rika. Ja, Rika Picasso. Irgendwie so. Ne? Gegen. Müsste jetzt. Jetzt müsste es eigentlich der letzte sein, ne? Gegen Midas. Oh, diese Kamera, Leute. Verzeiht mir nicht. Ist echt nicht schön. So, haben wir noch. Nein, das war's. Doch, nein. Ich habe noch zwei. Dann holen wir die letzten beiden jetzt raus. Weil es sind ja auch nur noch zwei. So. Das heißt, wir haben hier. Es ist Server. Gegen. Isis? Hoppala. Es müsste Isis 271 sein. Ja, na, Kamera ist wieder. Perfekt heute. Genau, das war es auch schon. Kleine, schöne Auslosung. Ihr habt gesehen, ich habe es so neutral wie möglich gehalten. Kein Zettel davon ist irgendwie markiert gewesen oder hat irgendwelche besonderen Eigenschaften, wo ich irgendwas gesehen habe. Ich konnte durch die Tasche nicht gucken. Na, ihr habt gesehen, die Zettel liegen jetzt hier so ein bisschen weird rum. Ich freue mich auf eure Runden. Wenn ihr wollt, dass ich live darauf reagiere, dann folgt doch gerne meinen Twitch-Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr werdet jetzt weitere Informationen bekommen. Ihr könnt aber eure Runden schon anfangen und Einsendeschluss wird euch über Instagram etc. Also Instagram, was weiß ich. Ne, aber meistens eigentlich Instagram, weil die meisten von euch haben Insta. Deswegen werdet ihr darüber informiert. Oder auch über YouTube in der Videobeschreibung. Kann auch passieren, dass wir es da reinschreiben, sobald wir uns da einig geworden sind, dass wir jedem genug Zeit geben, die Runden abzugeben. Aber ich denke, 2 Wochen sollte locker ausreichen für jeden. Für jedes Paar 2 Wochen sollte locker ausreichen. Wenn irgendwas ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin ein bisschen verrückt. Mein Hintergrund sieht aus wie Scheiße, aber ist okay, wird bald umgebaut, wie gesagt, da wird sich einiges ändern, aber dazu mehr auf Twitch dann, also Twitch und dann auf spontanix-91. Dort werden wir dann auch live auf die ganzen Runden reacten, ich werde meine ehrliche Meinung dazu geben und auch wenn ich nicht in der Jury sitze, ich werde dennoch meine Meinung dazu geben, weil ich einige Künstler von den ganzen Teilnehmern feiere. Viele vor allem, also sehr viele. Es gibt so 1, 2, wo ich so denke, okay, ja, aber dazu dann mehr auch live. So, wie gesagt, meldet euch gerne unten in den Kommentaren, wenn irgendwelche Fragen sind. Und ich bin raus jetzt für heute. Ich bin euer PsychoNex und ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß beim Battle. Seid fair, gebt euch Mühe, das ist ganz wichtig, ne? Denn Mühe wird belohnt, das wisst ihr. Wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt uns einfach über Instagram oder in den Kommentaren gerne. Wir beantworten das auch, soweit wir können. Und ja, wegen den Preisen wird es nochmal ein separates Video geben, aber erst etwas später, weil wir da noch am Deichseln sind. Wir wollen euch einfach das geilste Paket überhaupt geben.
Und es soll sich für jeden von euch lohnen. Gut, ja, ich bin raus heute. Viel Spaß. Haut rein.